guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 7. Wir sind gerade aufgestanden und ich schaue jetzt mal zu dem großen Stall von Philipp, wo er, glaube ich, 130 Kühe melkt. Und da schauen wir jetzt mal vom Frühstück noch kurz zu. Guten Morgen, die Damen. How are you doing? Es wird hier gerade die neue Ladung Kühe reingeführt. Doppelmelkstall, oder wie man es auch nennt. Oder Synchronmelkstall, Doppelsynchron, keine Ahnung. Also wir sind jetzt hier ein paar Treppenstufen hochgegangen und sind auf 27 Meter und haben eine richtig geile Reise. Wie haben wir denn da? Hallo. Jetzt regnet es uns hier ganz sauber ein. Ich hoffe, wir haben auf unserem Schiff dann wenigstens ein bisschen Sonne oder ein bisschen trocken. Schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt in Kingston angekommen, in der Militärhauptstadt von Kanada und fahren jetzt hier gerade über die tolle Brücke zu unserem Boot. Wir haben jetzt noch ca. eine halbe Stunde Zeit, bis unser Boot ablegt. In der Zeit müssen wir jetzt einen Parkplatz finden und zum Hafen gelangen. Wir sind jetzt hier am Pier angekommen. Hinter uns liegen die Boote. Die letzten drehen hier gerade noch ihre Kreise und suchen den Parkplatz. Und schauen wir mal, welches Boot unseres ist. Es war jetzt alles etwas knapp. Wir müssen jetzt erst noch die Tickets organisieren. Wir haben jetzt aber eigentlich schon 12:30. Die ersten Boote legen schon ab. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch auf ein Boot draufkommen, bevor es wegfährt. Also wir haben jetzt das Schiff gefunden. Wir fahren mit diesem alten Dampfer dahin. Ich war heute nicht mehr. Aber sonst ist sie gut gefahren. Ja, wir sind jetzt hier an der Thousand Islands und ja, leider ist unser GoPro-Akku leer, aber wir versuchen das Ganze mit dem Handy weiterzufilmen.
Yeah, 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 yeah. Nein. Okay, we'll try this again. We'll try it again, buddy. We'll try it one more time. I said, hey, yeah, yeah, yeah. 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 Wir sind jetzt in Kingston an unserem Campingplatz angekommen und haben jetzt erstmal hier von unserer GoPro die Kamera, den Akku getauscht. Haben jetzt hier unseren Stellplatz aufgebaut, Wasser angeschlossen. Davor waren wir noch beim Dampen, also Klo ausleeren und Wasser auffüllen. Und das ist jetzt hier der teuerste Campingplatz von unserer Reise. Sieht man irgendwie auch, also ganz vorne mit Stellplätze mit Kies. Hier ist eine Sportanlage im Hintergrund. Das ist auch ganz gut ausgebucht. Wir haben auch einen Wasseranschluss, das heißt, wir können direkt vom Wasser den Druck nehmen und müssen nicht unsere Wasserpumpe laufen haben. Ja. Wir haben jetzt hier kurz nach 11, bei euch ist es schon 6 Uhr am Morgen, ihr steht wahrscheinlich gerade auf. Wir sind gerade dabei, das Video von heute fertig zusammenzuschneiden, sind da jetzt aber zum Glück fast fertig. Dann muss halt noch das ganze Video gerendert werden und im Anschluss hochgeladen, aber das kriegen wir auch noch hin. Morgen haben wir es ein bisschen gemütlicher als heute. Wir stehen so gegen 8 Uhr auf, tun dann gemütlich frühstücken, 9 Uhr ist Abfahrt. Und die einzige Farm, die wir uns morgen anschauen, ist eine Forellenfarm. Ansonsten ist der Tag noch ein bisschen offen. Das heißt, wir machen vielleicht noch einen Überraschungsbesuch irgendwo, je nachdem, wenn uns was an der Straße sozusagen anlacht. Und dann gehen wir morgen Abend auf den Earl Row Campingplatz. Da waren wir am Anfang schon mal. Packen schon mal die ersten Sachen zusammen, weil wir ja dann am Samstag im Prinzip unsere Wohnmobile abgeben werden und ja dann auch schon den Heimflug Samstagabend angeben werden. Und Sonntag sind wir dann schon wieder bei euch in Deutschland. Bis bald!